Hi, sobald du dich irgendwie näher mit iOS-Entwicklung beschäftigt hast, wirst du relativ schnell mit Begriffen wie Automatic Reference Counting und Retain Cycles konfrontiert. Memory Management ist super essentiell und sollte eigentlich von jedem iOS-Entwickler aus dem FF gekonnt werden. Das Thema ist sogar so wichtig, dass es praktisch zu den Standardfragen in iOS Job Interviews gehört. Aber was es damit genau auf sich hat, erfährst du nach dem Intro. Viel Spaß! Automatic Reference Counting ist das System von iOS, um zu entscheiden, welche Objekte im Speicher bleiben und welche deallokiert werden, also zu nil werden. Der Retain Cycle beschreibt ja den Fall, wenn Objekte nicht mehr deallokiert werden können, also für immer im Speicher bleiben. Wenn man natürlich dann mehrere solche Fälle hat, dann wächst der benötigte Speicher immer mehr und im schlimmsten Fall entscheidet dann iOS, dass die App zu viel Speicher benutzt und killt die App dann, also sie wird dann einfach geschlossen. Für die Nutzer ist das natürlich gar nicht gut, weil niemand gerne Apps benutzt, die crashen. Und natürlich ist es dann für euch auch sehr schlecht, weil eure App dann einfach schlecht bewertet wird im App Store. Aber das alles halb so wild. Das Grundprinzip, wie Automatic Reference Counting funktioniert und wie man solche Retain Cycles vermeiden kann, ist im Prinzip gar nicht so kompliziert. Im ersten Schritt werden wir einfach mal kurz die Theorie durchgehen, wie Automatic Reference Counting funktioniert und was genau so ein Retain Cycle ist. Und im Anschluss gehen wir mal noch in Playground rein und dann werden wir mal gemeinsam an einem richtigen Beispiel so ein Retain Cycle erstellen und dann werden wir auch gemeinsam sehen, wie wir den lösen können. Jetzt mal angenommen, wir haben hier unser Objekt Y. Objekt Y erzeugt aus irgendeinem Grund, beispielsweise weil es ein Property dazu hat, noch ein weiteres Objekt und hält eine starke Referenz automatisch darauf. Das ist unser Objekt A. Durch das, dass es eine starke Referenz drauf hat, macht Automatic Reference Counting den Reference Count auf 1. Und genau das gleiche machen wir jetzt nochmal von A auf ein weiteres Objekt. Und zwar, das ist dieser gelbe Magnet hier und das ist unser Objekt B. Der Reference Count ist dann auch hier automatisch auf 1. Wenn ich jetzt eine Rückreferenz aus irgendeinem Grund von B auf A habe, um irgendwie, ich weiß, es könnte beispielsweise ein Button sein, der auf dem Screen eine Aktion triggert, brauchen wir eine Referenz zurück. Das heißt, hier wird jetzt der Reference Count bei A direkt auf 2 erhöhen. Das liegt einfach daran, weil wir jetzt von Y eine starke Referenz auf A haben und auf B. Wenn wir jetzt Y deallokieren, also es wird aus dem Speicher genommen, weil es nicht mehr gebraucht wird, dann stirbt auch die starke Referenz auf A und der Reference Count von A vermindert sich um 1 auf 1. Einfach weil B auf A zeigt und A auf B, deswegen haben jetzt beide den Reference Count plus 1. Und genau das ist dieser sogenannte Retain Cycle. Das bedeutet, dass A retained B und B retained A. Und der Reference Count, weil wir jetzt in so einer Deadlock-Situation sind, wird sich jetzt niemals von irgendeinem von beiden auf 0 vermindern. Und deswegen werden die beiden für immer im Speicher umherschwirren, bis die App geschlossen wird. Wir gehen jetzt mal in unsere Ausgangssituation wieder rein. Und dann können wir mal sehen, wie wir das ganze Problem fixen können. Wir haben jetzt hier unser Objekt Y wieder. Der Reference Count liegt hier wieder bei 2. Und ja, machen wir das mal schöner. So. Und das ganze Problem wird jetzt einfach gelöst, indem wir von B auf A eine schwache Referenz machen. Was das genau bedeutet, werde ich gleich erklären. Das heißt, wir nehmen diese starke Referenz weg und machen daraus eine schwache Referenz. Die stellen wir einfach mal mit einer gestrichelten Linie dar. Und schreiben wir noch Weak dazu, damit man das besser erkennen kann. Und oben noch Strong. Der Unterschied zwischen einer starken und einer schwachen Referenz liegt jetzt einfach hier, dass der Reference Count bei einer schwachen Referenz nicht um 1 erhöht wird. Das bedeutet, wir haben jetzt hier unser Objekt A und der Reference Count liegt jetzt nur bei 1, weil nur eine starke Referenz auf dieses Objekt zeigt. Für B ändert sich jetzt erstmal nichts, weil es hat ganz normal eine Verbindung, also eine Referenz zurück zu A. Nur bei A wird der Reference Count nicht um 1 erhöht. Wenn ich jetzt Y aus dem Speicher nehme und deallokiere und dabei auch die starke Referenz auflöse,
Dann sehen wir, dass wir keine starke Referenz mehr auf unser grünes Objekt A haben. Das heißt, der Reference Count von A wird jetzt auf 0 vermindert. Und auf Automatic Reference Counting geht dann einfach hin und deallokiert dieses Objekt, weil sobald ein Objekt den Reference Count von 0 hat, wird es aus dem Speicher genommen. Das bedeutet, A gibt es nicht mehr. Auch die starke Referenz, die jetzt von A auf B gegangen ist, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Hoppla. Und der Reference Count von B wird jetzt auch auf 0 vermindert. Und auch hier, sobald der Reference Count auf 0 fällt, wird ein Objekt deallokiert. Das bedeutet, alles wird aus dem Speicher genommen und der Speicher wird wieder komplett frei. So viel zur Theorie, aber wir werden das jetzt mal zusammen am Playground an einem richtigen Beispiel durchnehmen. Ich habe jetzt hier mal zwei Klassen vorbereitet. Das ist zum einen die Klasse Person und die Klasse Laptop. Beide haben jeweils ein Property vom anderen Datentyp. Das bedeutet, die Person hat ein Property Laptop und die Properties sind jeweils optional. Also die können zu nil werden. Eine kleine Besonderheit, die ich jetzt hier noch reingebracht habe, ist die deInit-Methode. Die wird jedes Mal aufgerufen oder halt eigentlich nur einmal, also wenn ein Objekt deinitialisiert wird, also deallokiert wird, also praktisch zu nil, dann wird die Methode hier aufgerufen für das bestimmte Objekt. Wir haben hier oben bei der Person, haben wir einmal bei Person und unten haben wir bei Laptop. Jetzt initialisieren wir einfach mal zwei Instanzen. Einmal von der Klasse Person, die ist optional, also die kann zu nil werden, der Datentyp. Und wir initialisieren einfach mal so eine Person. Und das gleiche machen wir jetzt noch mit einem Laptop. Und auch hier wieder optional. Und wir initialisieren das einfach mit den Klammern. Jetzt weisen wir die Properties zueinander zu. Das heißt, ich nehme die Person und die hat das Property Laptop. Und ich weise ihr den Laptop, den ich hier genau in der Zeile 19 initialisiert habe, weise ich zu. Und genau das gleiche mache ich jetzt noch mit dem Laptop. Der Owner ist die Person, die ich oben erstellt habe. Soweit, so gut. Wenn ich jetzt aber hingehen möchte und die Person deinitialisieren möchte, also ich gehe jetzt einfach mal hin und versuche nil zuzuweisen. Und das gleiche mache ich jetzt auch noch mit dem Laptop. Das heißt, ich möchte eigentlich den Speicher freigeben, weil ich die Objekte nicht mehr brauche. Dann sehen wir, dass die Deinitializer-Methoden gar nicht aufgerufen werden. Und genau das ist nämlich das Problem mit dem Retain-Cycle. Ich habe hier zwei Objekte, die jeweils mit ihren Properties zueinander eine starke Referenz haben. Das heißt, der Reference-Count von beiden Objekten liegt noch bei plus 1. Das heißt, ich muss jetzt hingehen und bei einem von den Objekten die Referenz zu einer schwachen Referenz machen, also eine Weak Reference. Und wie wir das machen, ist gar nicht so schwer. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hin und sagen, die Referenz, die wir vom Laptop zu dem Owner haben, ist schwach. Das heißt, wir nehmen einfach das Property und schreiben Weak davor. Das heißt, wir haben eine schwache Variable und dadurch erhöht sich der Reference Count von unserer Person nicht. Und wir sehen auch schon, dass unten beide Deinitializer-Methoden aufgerufen werden, weil wir hier einfach hingehen und die Person zu Null setzen und das gleiche nochmal mit dem Laptop. Automatic Reference Counting und Retain Cycles, wieder ein richtig wichtiges Thema abgehakt, was sich auf jeden Fall zu einem besseren Coder macht. Schreibt auf jeden Fall euer Feedback unten in die Kommentare rein, benutzt den Like-Button, abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal, euer Kevin.